Wort hat Regierungsrätin Susanne Hochuli. Liebe Argovia-Hörerinnen, liebe Argovia-Hörer, wissen Sie, wie viele Pflegefachleute in der Schweiz bis ins Jahr 2020 zusätzlich gebraucht werden? Verschrecken Sie jetzt nicht, es sind über 17'000. Das heisst, es braucht bis zu 25% mehr Pflegende in Spitäler, Kliniken, Pflegeheim und Spitex-Diensten. Eins ist klar, diese Pflegefachleute werden nicht vom Himmel fallen. Nein, wenn wir wollen, dass Gesundheitsversorgung sowohl in dem Umfang, aber auch in dieser Qualität, wie wir sie kennen, garantiert werden kann, dann braucht es Anstrengungen. Und zwar von allen Beteiligten, auch von der Politik. Der Kanton Aargau hat aus diesem Grund anfangs von diesem Jahr eine Ausbildungsverpflichtung für Spitäler, Heim und Spitex eingeführt. Das bedeutet, diese Institutionen sollen künftig die Leute ausbilden, die sie brauchen, um ihren Auftrag zu erfüllen. Das klingt logisch und ist es auch. Doch manchmal muss man ein bisschen etwas dafür tun, dass sich die Logik dann auch im Alltag durchsetzt. Vor allem, wenn man über den Tag heraus denkt. Konkret geht das so. Wer überdurchschnittliches leistet, kommt etwas über. Wer unterdurchschnittliches abliefert, der muss zahlen. Auf diese Art und Weise wollen alle Beteiligten dafür sorgen, dass das Gesundheitspersonal nicht nur in genügender Anzahl, sondern eben auch mit ausreichender Qualifikation vorhanden ist, um den wachsenden Bedarf an Pflegeleistungen zu decken. Weil um das geht es letztendlich. Die Ausbildung von Pflegepersonal und das Erfüllen von einer Mindestzahl ist kein Selbstzweck. Nein, es geht darum, dass die, die in unserem Kanton auf die Pflege angewiesen sind, das überkommen, was sie brauchen, und zwar 7x24 Stunden und das an 365 Tagen im Jahr. Liebe Hörerinnen und Hörer, ich benutze die Gelegenheit, um allen, die tagtäglich, Jahr ein, Jahr aus pflegerisch tätig sind, von Herzen für ihren Einsatz zu danken. Und ich danke denen, die es möglich machen, dass wir künftig so viele Pflegende ausbilden, um das hässliche Gespenst vom Pflegenotstand zu verscheuchen. Ehrlich gesagt, ich bin zuversichtlich, dass es gelingt. Auch weil ich von Spitälern, Pflegeinstitutionen und von der Spitex das nötige Commitment spüre. Ja, wir leisten unseren Beitrag dazu, ist von diesen Institutionen zu hören. Wer weiss, wenn wir das nächste Mal wieder auf eine ambulante oder stationäre Pflege angewiesen sind. Eben. Ich wünsche uns allen so viele pflegende Hände, wie es braucht, um die Hände, die uns mit dem Ruf nach Hilfe entgegengestreckt werden, können zu ergreifen. Soweit die ganz persönliche Meinung von der Regierungsrätin Susanne Hochuli, exklusiv bei Radio Argovia.